Die Dresdner Skulpturensammlung besitzt den größten Bestand an Werken des Bildhauers August Hodler. Grund genug, diesem lange Zeit vergessenen Künstler eine Ausstellung zu widmen. Und zwar hier im Albertinum. Hodler wurde 1868 in der Nähe von München geboren, in einem kleinen Ort bei Dachau. Bereits kurz vor seinem 37. Geburtstag starb er 1905 in Dresden. In der Aufbruchzeit um 1900 tätig, war er ein Bildhauer auf dem Weg in die Moderne. Dabei stellt sich die Frage, wer war August Hodler? Sowohl in Dresden als auch in seiner bayerischen Heimat finden Sie noch zahlreiche Spuren seines Schaffens. Unsere Spurensuche beginnt in München. Wer war August Hodler? August Hodler ist ein großer Unbekannter und ein unbekannter Großer. Ein Bildhauer, der in der Zeit von Rodin tätig war. Oder von Max Klinger. Der wie Klinger die farbige Skulptur gepflegt hat. Aber der wie Rodin die Ausdrucksintensität der Skulptur begriffen hat. Und in diesem Spannungsfeld hat er sich bewegt. Ein Großer, ein Unbekannter. August Hodler war ein bayerischer Bildhauer. Mit 16 Jahren, 1884, kam er nach München. Dort besuchte er zunächst die Kunstgewerbeschule und ab 1889 die renommierte Kunstakademie. Hier wurde er zum Künstler, zum Bildhauer ausgebildet und wohnte auch ganz in der Nähe in Schwabing. Die Königliche Glyptothek zu München ist ein Museum für Bildwerke der Antike. Aber vor ca. 100 Jahren begann man auch, hier Gegenwartskunst zu sammeln. Unter anderem Figuren von Meunier, Franz von Stuck, aber auch ein Hauptwerk von August Hodler, der Dengler, war hier zu sehen. Um 1900, die die moderne Kunst, die moderne Skulptur vorbereiten, die Ausdrucksgestalt etwa bei Lehmbruck und Ballach vorbereiten. Und dazu gehören Rodin und Minne, aber auch August Hodler, unter ihnen einer der Unbekannten. Er ist besonders faszinierend durch das Gestische, das Verhaltene, die Körpersprache und genau das führt in die Moderne hinein. Als der Bildhauer August Hodler im Oktober 1900 von München nach Dresden kam, befand sich die ehrwürdige Barockstadt im Aufbruch. Das Erscheinungsbild des Elbflorenz erfuhr eine weitreichende Umgestaltung. Davon zeugten nicht nur die Entwicklung in der Architektur, sondern viele Bereiche in Kunst und Kultur. Die ganze Stadt war durchzogen von einem übergreifenden Drang nach Erneuerung. Das Junge, das Neue, prallte vehement auf das Alte. Dennoch entwickelte sich Dresden am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Moderne. Hier wurde die Expressionistengruppe Brücke gegründet. Dresden wurde zu einer Kulturmetropole von internationalem Rang. Mittendrin das Albertinum, damals wie auch heute das Museum für die Moderne. Das Albertinum in Dresden ist seit dem späten 19. Jahrhundert das Haus der Skulpturensammlung. Und die Skulpturensammlung, die Basis der Skulpturensammlung, ist die Antikensammlung. Als Georg Treu hier nach Dresden kam, um Direktor des Albertinums zu werden, Direktor der Antiken- und Abgusssammlung zu werden, da hat er diese Antikensammlung erweitert um zeitgenössische Werke und hat sie Skulpturensammlung genannt. Und seit den späten 90er Jahren waren hier die Antiken und die Abgüsse ausgestellt und kombiniert dann
später zu, mit zeitgenössischer Kunst, zeitgenössischer Bildhauerei. Der ersten Werke von Rodin, das er erwarb, war 1894 der Mann mit gebrochener Nase, der das erste Werk war von Rodin in einer öffentlichen deutschen Sammlung. Es war ja auch ursprünglich über dem Portal angebracht von der Kirche in Wilden. Und auch in München, in der St. Ursula Kirche in Schwabing, ist es auch über dem Portal als Tympanon-Relief verwendet. Deswegen müssen wir eine bestimmte Höhe in der Ausstellung erreichen, aber es muss eben trotzdem gut sichtbar sein. Dieses Relief von August Hudler, der Schmerzensmann aus dem Jahre 1902, kam im vergangenen Jahr 2014 als Schenkung von der Verwandtschaft August Hudlers hier in die Skulpturensammlung Dresden. Hudlers Werk zeichnet sich vor allem durch einen besonderen Themen- und Motivreichtum aus. Er begann nach seinem Studium oder während seines Studiums Freunde, bekannte Künstler, Kommilitonen zu porträtieren. Er schuf vor 1900 jugendliche männliche Akte, entwarf verschiedene Skizzen hier in Dresden nach seiner Ankunft 1900. Und darin finden sich christliche, allegorische, mythologische Themen. Da zwischen der Entstehung der Arbeiten August Hudlers und ihrer jetzigen Präsentation über 100 Jahre liegen, ist es naheliegend, dass einige Schäden davongetragen haben. Nicht nur in der Form, es gibt Fehlstellen, sondern zum Teil gibt es auch Verluste in der Farbfassung. Deswegen war es notwendig, viele der Arbeiten für die Ausstellung aufwendig zu restaurieren. Gerühmt wurde August Hudler von Zeitgenossen vor allen Dingen für die Darstellung verschiedener religiöser Themen. Dazu gehörte der Ecce Homo beispielsweise, das Schmerzensmann-Relief oder auch der Christus am Kreuz. Allesamt ungewöhnlich in der Ikonografie ihrer Zeit. Die Christuskirche in Dresden-Strigeln entstand in den Jahren 1902 bis 1905 nach den Plänen der Architekten Schilling und Gräbner. Sie ist ein besonderes Beispiel für die Jugendstilarchitektur in Dresden. Und sie galt auch schon nach Fertigstellung als eine der modernsten Kirchenbauten, nicht nur in Dresden, sondern in ganz Deutschland. Also Gräbner war sehr wach und also auch kundig im Umgang mit der Künstlerlandschaft hier in Dresden und darüber hinaus. Und es gab die Vorgabe für ihn durch unsere Kirchenvorsteher hier in Dresden, dass es Dresdner Künstler sein sollten. Also das hatte man schon gerne, dass die einheimische Handschrift sozusagen sich hier auch verwirklicht oder widerspiegelt. Und da hat er eine ganze Menge von Künstlern hier, die in Dresden Rang und Namen hatten, ins Gespräch gebracht. Und offensichtlich hatte er für die Altargestaltung schon ganz gezielt den Hudler auch im Blick. Den Hudler wollte er. Und er hat ihn auch bekommen. Hudlers Werke atmen Ruhe und zeitlose Gelassenheit. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass August Hudler traditionelle Themen in einer ganz besonderen, eigenen künstlerischen Art und Weise interpretiert. Trotzdem blieb sein Schaffen lange Zeit im Verborgenen. Bis heute.